Wir standen schon morgens um 5 mit meiner Mutter an der Grenze. Und beide Gemeinden haben praktisch, ich kann es nicht genau sagen, Sonnenaufgang mit Posaunenchören untermalt. Ganz, ja, wirklich wie ein Drehbuch beschrieben. Wurde dann die Grenze, das Tor aufgebaut und meine Mutter stand nach gefühlt, ja, würde man sagen, 40 Jahren praktisch wieder vor ihrem Elternhaus. Wieder David Hasselhoff. Ja. Es war ein unglaublich bewegender Moment. Die Bilder im Fernsehen waren wahnsinnig beeindruckend. Und ich hatte das Gefühl, also, dass wir einen historischen Moment also erlebt haben. Der Mauerfall war eben Weltoffenheit. Mit dem Mauerfall verbinde ich Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden. Ich bin unmittelbar nach der Wende im Osten gewesen und habe auch Leipzig, Dresden gesehen. Und diese Eindrücke, die haben sich mir sehr fest eingeprägt. Ich war nie während der DDR-Zeit drüben. Aber die Gerüche, die Trabis, die Geräusche. Ich habe in der Erfurter Innenstadt gewohnt und das werde ich nie vergessen. Und also ich finde es wunderschön, dass ich in einem vereinten Deutschland geboren bin und aufgewachsen bin und dass es noch immer so ist. Freiheit. Ich verbinde mit dem Mauerfall Freiheit für die Menschen in der DDR. Unterdrückung, Bolschewismus, Kommunismus. Ja, Freiheit hauptsächlich. Meine Eltern, meine ganze Familie wohnt in Dresden immer noch, ja. Außer meine Eltern und ich. Ich bin hier geboren, ja. Aber ansonsten alle in Dresden geboren. Ich bin in der DDR geboren, in Magdeburg und dann 3 Jahre später, 89, gerade nach Friedland und Mecklenburg-Vorpommern gezogen mit meinen Eltern. Familiär habe ich überhaupt keine Verbindung, aber meine Tochter, die ist nach ihrer Ausbildung in Würzburg, ist sie nach Dresden gegangen, also erst nach Leipzig. Sie ist bewusst nach Leipzig gegangen und jetzt ist sie als Ärztin in Dresden. Kein Deutsch sprechen. Die Assis. Ja, also es gibt ja immer die, also alles sind Nazis, alles sind, was ist ich, vielleicht auch, ja eben so, die Sprache soll anscheinend nicht so, also alle denken ja auch, es gibt nur Sachsen da drüben, obwohl es ja, was es nicht, 5 Bundesländer gibt. Und ich finde tatsächlich, dass die Vorurteile größer sind als tatsächlich die Unterschiede zwischen Ost und West. Ah, du bist ja Ossi, also kannst du alles, ist ja immer euer Wort. Ich bin im Bau beschäftigt und das ist so, ja, ihr könnt ja alles, aber eigentlich könnt ihr nichts so. Noch dieses, keine Technik, kein, ja, weil durch Planwirtschaft und Mangelwirtschaft wissen wir halt sowieso nicht, was wir machen. Das ist schon eins der häufigsten Vorurteile im Alltag auf Baustelle, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt sicherlich viele Klischees. Express des Verbes kann ich Ihnen jetzt natürlich nur den einen Satz wieder sagen. Hattet ihr 40 Jahre, jetzt sind wir mal dran. Das habe ich häufig im Urlaub erlebt. Und dass die an einem Buffet meinen, sie müssen alles sofort auf den Teller tun. Es könnte ja sonst nichts mehr geben.